Jetzt kommen wir zur Sortierung von Zahlen. Das ist ein wichtiger Bereich der Algorithmik, wo es darum geht, Algorithmen zu finden, die es erlauben, Zahlenmengen möglichst effizient, also möglichst schnell zu sortieren. Wobei sortieren und hier unter sortieren jetzt verstehe, dass ich die Elemente eines Arrays in eine bestimmte Reihenfolge bringe. Beispielsweise hier die aufsteigende Reihenfolge. Nach der Sortierung dieses Arrays soll das erste Element den kleinsten Wert enthalten und das letzte Element den größten Wert und dazwischen in aufsteigender Reihenfolge die anderen Werte. Hier ist mal ein Rahmenprogramm und wir werden uns nämlich verschiedene Algorithmen zum Sortieren mal anschauen. Ich habe hier ein Array, das ist das hier oben, was hier oben auch angezeigt wird, drucke es aus, sortiere dann das Feld und drucke es auch wieder aus. Das Ausdrucken geht einfach so, dass für diesen Vektor die Länge durchlaufen wird und die einzelnen Elemente werden ausgegeben. Was hat es jetzt mit dieser Sortierfunktion aber auf sich?